Ein besonderer Ort für ein besonderes Jubiläum. Am 1. Dezember 2010 war der Zürcher Kultclub Saint-Germain fest in der Hand der Schweizer Location Group. Das Unternehmen von CEO und Gründer Marc-Christian Riewe wurde 5 Jahre alt und das musste natürlich gefeiert werden. Geladen waren Freunde und Kunden des erfolgreichen Jungunternehmers und das bedeutet großes Potenzial für eine Megaparty. Die Location Group kenne ich seit jetzt 2 Jahren und habe Marc damals kennengelernt in meiner Tätigkeit für Street One. Und mittlerweile haben wir das eine oder andere Objekt gemeinsam gemacht. Wir haben in letzter Zeit in Köln gemeinsam einen Laden realisiert und sind sehr gut gemeinsam unterwegs, kriege ich mal. I never met before a company like Location again in Spain too. And I think, you know, for my experience in the market, okay, I think it's the best company I never met before, okay. And it's really helping my company too to invest here in Switzerland, okay, and also to invest in other countries in Europe. Ich finde eine relativ gute Einrichtung, die auch ganz neu rüberbringt, was jetzt hier in der Schweiz im Retailmarkt passiert. Gab es bisher noch nicht. Und wird für die Zukunft, sage ich mal, mit Sicherheit ein Baustein sein, der den Retailmarkt bereichert. Informationen können relativ zielgerichtet an die Leute gebracht werden und wird den Markt auf jeden Fall bereichern. Die Geschäftsidee in einem Satz. Die Location Group sorgt dafür, dass jedes Label seine perfekte Adresse bekommt. Das Spektrum reicht von innerstädtischen 1A-Lagen über Shoppingcenter bis hin zu Fachmarktcentern. Egal wie groß die Herausforderung, Marc-Christian Riewe, in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, scheint der Erfolg im Blut zu liegen. 5 Jahre Location Group bedeutet für mich Erfolg, der hier an der Bahnhofstraße angefangen hat und sich sehr, sehr gut entwickelt hat, worauf ich sehr stolz bin. Und mittlerweile haben wir über 30 Mitarbeiter in diesen 5 Jahren, was auch ein Zeichen dafür ist, dass unser Geschäft sehr gut weiterläuft. Und damit das auch so bleibt, wollten die Partygäste natürlich auch verwöhnt werden. Mit asiatischen Häppchen und einer vorzüglichen Weinauswahl. Und last but not least ließ es sich Marc-Christian Riewe auch nicht nehmen, seine Kunden und Gäste ganz persönlich willkommen zu heißen. Eine Selbstverständlichkeit für den Jungunternehmer. Ja, these 5 years, they went so rapidly. Many things happened in these 5 years. I remember when we started with the first location in Basel for Samina in Eschenvorstadt, and then the second one with Mr. Deneve. I saw him here this evening from Lacoste at Rennweg, and then it went very rapidly with all the Bonita locations in Switzerland and the Mr. Minute shops, and Mr. Elmiger is also here of the Winnicker shops, for example. And in these 5 years, I repeat, a lot of things have happened. And where I wanted to start is, for example, also when I was leaving the family business in 2005 in Konstanz, or in Kreuzlingen at the Lake of Konstanz. At this time, I met my wife, Victoria. She was the main reason for... She was the main reason for the foundation of at first Location Services, because I had to decide either to go back to Germany or to another country and work there as an employee in a retail company. And then I met Victoria in the middle of 1 million people at the street parade. And then I decided to stay in Zurich, and the best idea was to create this company. Nach dem obligatorischen Foto, die GroPo, ging die Party dann mit Volldampf los.
kleiner Wermutstropfen am Rande. Durch den heftigen Wintereinbruch mussten einige Gäste auf das Spektakel leider verzichten. Die Stimmung war dennoch blendend. Sehr angenehm hier drin und sehr viele interessante Leute. The people are very friendly, very international. So I'm enjoying my time here. Ist hervorragend, natürlich. Also er hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, super organisiert. Das Essen ist prima. Location passt natürlich wieder zur Firma. Die Location ist hervorragend mit einer super Aussicht auf Zürich. Sehr gut gelungen. Super, sehr gut organisiert. Nette Gäste. Trotz des Schneechaos draußen ein schöner Event. Ein gelungenes Jubiläum eines erfolgreichen Unternehmens. Was will man mehr? Marc-Christian Riebe wäre nicht Marc-Christian Riebe, würde er sich jetzt einfach nur entspannt zurücklehnen. Wir haben so viel zu tun, dass wir mittlerweile nicht nur in der Schweiz tätig sind, sondern eben auch in ganz Europa und teilweise auch außerhalb von Europa an gewissen Orten. Und da kommt man einfach nicht zu uns. Macht auch Spaß, wenn man viel rumkommt und viel sieht. Dann stellt es jeden Morgen wieder auf. Und getreu dem Motto würde natürlich auch auf der Jubiläumsparty heftig genetworked. Denn Kontakte sind in der Immobilienbranche nun mal das A und O. Klar, es ist der Ziel und Zweck von der Party, dass man mehr Leute kennenlernen und einfach die Kundenkartei größer machen. Es wird sicher mal bei dir ein paar Sachen zusammen noch dealen, wie der Marc so schön sagt. Sich eben ein paar schöne Sachen zuhaben oder auch vielleicht uns mal noch ein paar Lokalitäten zuhaben. Zum Schluss hatte Marc-Christian Riebes Team dann noch eine mega Überraschung für den Chef parat. Für Marc-Christian hieß es auspacken. Was da wohl drin ist. Unser Boot, auf dem wir vielleicht schon auf der nächsten Marpic empfangen, unsere Gäste empfangen werden, unsere Kunden. Und da hinten drauf steht 5 Years Location Group, Sailing on a Wave of Success. Und die Boote, die stehen zuhauf im Hafen von Cannes. Da ist jedes Jahr die MAPIC, die Retail-Messe für den Retail-Immobilienmarkt in Europa. Und da haben wir uns schon immer geträumt, dass wir dort unser Büro haben, quasi und unsere Übernachtungsmöglichkeit sozusagen. Und wer weiß, vielleicht können wir das nächstes Jahr schon realisieren. Vielen lieben Dank nochmal. Vielen Dank. Und deshalb heißt es jetzt Daumen drücken für die Location Group, dann klappt's mit Cannes im nächsten Jahr. Mein lieber Marco, was hat dir am besten gefallen heute Abend? Die Mädels. Das war Marco Manichela live auf dem Saint-Germain in Zürich an der Bahnhofstraße 66. Happy birthday.